Grazie. Sehr aromatisch. Vielleicht rösten Sie ihn einen Tick schärfer. Herr Kastner, ich glaube, das eilt. Also, wenn Sie mir die Antwort diktieren wollen, ich bin im Büro. Oh, vielen Dank. Aber ich denke, das schaffe ich noch. Ach, wir wollten auch noch mal über Ihre Idee reden, auf gerechten Handel umzusteigen. Ich habe das mal durchgerechnet. Entschuldigung. Moment. Hallo, Hanna. Ich vermisse dich. Ich dich auch. Vielen Dank für deinen Fax. Fandst du es nicht ein bisschen albern? Na ja, also, wenn es einen Wettbewerb im Zeichnen von Herzchen gäbe, dann hättest du die Goldmedaille. Sieht aber ganz schön gefährlich aus, Coach. Kümmer du dich lieber um deine Schlagzahl. Ich muss Schluss machen. Gut, bis dann. Und jetzt gebt mal ein bisschen Gas, dass ihr meine Kindermannschaft schneller. Die Genossenschaft will, dass wir den kompletten Kauf vorfinanzieren. Mhm. Aber damit tragen wir das volle Risiko. Dieses Risiko bin ich bereit zu tragen. Mir schmeckt der Kaffee einfach besser, wenn ich weiß, dass die Kleinbauern von ihrer Arbeit anständig leben können. Aber können wir es uns wirklich leisten, teurer als unsere Konkurrenz zu sein? Katharina, unsere Rösterei steht seit Generationen für höchste Qualität. Und die hat nun mal ihren Preis. Naja, vielleicht sehen Sie die Welt im Moment ein wenig verklärt. Warum sollte ich? Keine Ahnung. Vielleicht wegen der Faxe mit den Herzchen? Oder den ständigen Anrufen, den SMS? Vielleicht ist es aber auch das Grinsen, was nicht mehr aus Ihrem Gesicht geht. Ich grinse doch gar nicht. Und ob Sie das tun? Und das schon seit Wochen. Wissen Sie was? Wir reden weiter, wenn Sie sich wieder beruhigt haben. Und Sie Ihre rosarote Brille abgesetzt haben. Sie haben Glück, dass mir heute nicht nach Streit zumute ist. Und Sie, dass ich Ihnen nichts nachtrage. Gut, dann bis übermorgen. Und wann bringst du deinen Kerl mit? Wenn ihr die 2000 in 45 schafft. So, gut, also. Für mich machen die Vereinbarungen so Sinn. Wie steht's mit Ihnen? Klingt alles sehr fair. Also sind wir im Geschäft? Wir werden Sie nicht enttäuschen. Ich habe übrigens ein paar Fotos mitgebracht. Wollen Sie sie sehen? Ja, gern. Die Plantage, unsere Lagerhalle, das ist das neue Krankenhaus. Und hier wollen wir demnächst eine Schule bauen. Beeindruckend, was Ihre Kooperative in den letzten Jahren alles geschafft hat. Na, das ist nur möglich, weil es Menschen gibt wie Sie. Das hier ist übrigens meine Familie. Hier ist mein Sohn José. Er wird in ein paar Jahren meinen Platz einnehmen. Sie sind sicher sehr stolz auf ihn. Haben Sie auch Familie? Ja, ich habe einen Sohn. Tim, er ist jetzt 8. Meine Frau ist vor einem Jahr ums Leben gekommen bei einem Autounfall. Oh, das tut mir leid. Danke sehr. Besonders für Tim war das letzte Jahr nicht leicht. Ist nicht da. Oh. Wann kommt er denn zurück? Oh, das kann ich nicht sagen. Aber soll ich ihm was ausrichten? Nicht nötig. Vielen Dank. Jan, wo bist du? Im Ruderclub. Und wo bist du? Ich bin in der Rösterei. Ich wollte dich nämlich... Zum Essen entführen? Genau. Dann hatten wir beide wohl dieselbe Idee. Und jetzt? Treffen wir uns in der Mitte. Du weißt schon, in 10 Minuten. Okay, bis dann. Wir kennen uns jetzt genau seit 27.673, nein, 74 Minuten. Du zählst mit? Ja, du etwa nicht? Vielleicht wird's dann langsam Zeit. Zeit wofür? Mit unseren Kindern zu reden. Bisher bin ich für Tim nur seine Rudertrainerin.
Und ich für Lilly? Der große Unbekannte. Okay, bringen wir es hinter uns. Wir könnten morgen alle zusammen ins Gutenberg gehen. Gibt's da Pommes mit Mayo für Tim? Das will ich hoffen. Ist das schön? So könnte ich mein ganzes Leben verbringen. Warum tun wir es dann nicht? War das ein Heiratsantrag? Hilfe! Wie wär's denn erstmal mit zusammenziehen? Meinst du das im Ernst? Ja. Warum nicht? Wie eine richtige Familie. Wär doch schön. Wusste ich's doch. Du warst in letzter Zeit so komisch. Wie komisch? Naja, die ständigen SMS, das Gesäusel am Telefon, du weißt schon. Ich möchte jedenfalls, dass du ihn bald kennenlernst. Wenn ich ihn gar nicht kennenlernen will? Ich bin sicher, du wirst ihn mögen. Vielleicht finde ich ihn ja auch total blöd. Hast du darüber schon mal nachgedacht? Wir gehen morgen Abend zusammen essen, dann werden wir ja sehen. Das kannst du vergessen. Da muss ich Englisch lernen. Ausgerechnet morgen Abend. Ja, ich schreibe übermorgen Klassenarbeit. So kurz vor den Zeugnissen, das glaubst du doch selbst nicht. Dann habe ich eben Bauchschmerzen. Mach dich nicht lächerlich, Lilly. Ich habe jetzt schon Bauchschmerzen. Ich muss zurück zum Training, wir reden später. Dein Vater ist auf dem AB, du sollst ihn zurückrufen. Cool, ich wollte ihn sowieso anrufen. Kriegt nämlich Handyverbot, wenn wir in den Bergen sind. Und den Computer muss er auch zu Hause lassen. Ob er darauf eingeht? Er muss. Wenn ich ihn schon mal für mich allein habe, dann richtig. So. Da wären wir. War das alles? Du wolltest mich einfach nur fahren? Mhm. Okay, dann gehe ich jetzt. Viel Spaß beim Training. Ja. Tim? Ja? Was würdest du sagen, wenn deine Rudertrainerin, also wenn Hannah und du, naja, ich meine Hannah und ich, oh Gott, wieso ist das nur so schwer? Papa, ich muss los. Ich habe mich in Hannah verliebt. Und was heißt das jetzt? Ich würde Hannah wirklich sehr gerne öfter sehen. Ich finde es schön, wenn sie uns ab und zu mal besuchen könnte. Vielleicht auch mal über Nacht. Okay, war's das? Und ich finde es wahnsinnig schön, wenn sie in den Ferien mit uns an die Ostsee kommen könnte. An die Ostsee? Aber da waren wir doch immer mit Mama. Ich bin sicher, Mama hätte nichts dagegen. Ich komme zu spät. Ich bring dich rein. Aber Papa, ich bin doch kein kleiner Junge mehr. Ja, gut. Dann bis heute Abend. Ja, tschö. Oder ich hol dich ab. Stimmt. Ja, hallo, Lilly hier. Ich würde gerne mit meinem Papa sprechen. Moment bitte. Stefan? Hm? Deine Tochter. Danke. Lilly, schön, dass du gleich zurückrufst. Du, ich hab mir was überlegt. Wenn wir in den Urlaub fahren, dann musst du dein Handy die ganze Zeit... Über den Urlaub müssen wir noch mal reden. Sag jetzt nicht, wir fahren nicht. Wir haben hier ein paar Probleme und ich kann dir das jetzt nicht alles genau erklären, aber ich kann den Mandanten jetzt nicht im Stich lassen. Aber mich kannst du im Stich lassen, oder? Es tut mir wirklich leid. Papa, ich freue mich schon das ganze Jahr auf dich. Das kannst du mir jetzt echt nicht antun. Wir holen das nach, versprochen? Aber Papa... Ich muss jetzt Schluss machen. Ich küsse dich. Ich musste dich noch mal sehen. Ich bin leider viel zu spät. Ich weiß. Warte. Jetzt muss ich leider wirklich los, okay? Bis später. Ja.
Oma, stell dir vor, Papa hat mir den Urlaub schon wieder abgesagt. Es gab Probleme mit einem seiner wichtig Mandanten. Schon wieder abgesagt? Ach, ist auch schon egal. Ist überhaupt nicht egal. Ist doch keine Art. Lass uns lieber über was anderes reden. Sonst kriege ich noch schlechte Laune. Mama hat einen neuen. Ehrlich? Davon hat sie mir gar nichts erzählt. Ja, ich weiß es auch erst seit heute. Aber jetzt verstehe ich endlich, warum sie in letzter Zeit so komisch war. Ist doch schön, wenn deine Mutter verliebt ist. Ich finde es eher peinlich. Hast du ihren neuen Freund denn schon kennengelernt? Nö. Willst du ihm eine Chance geben? Wie der schon heißt. Jan Kastner. Das klingt wie Kastenbrot. Kastner? Der vom Café Kastner? Ich dachte, den kann sie nicht ausstehen. Oskar, Arme nah an den Körper! Lukas, achte auf deinen Rhythmus! Bei 4 explosiv nach hinten! Sehr gut, Tim! Rücken gerade halten! Gut! Ihr habt alle sehr große Fortschritte gemacht. Ich bin sehr stolz auf euch. Nach den Ferien werde ich euch für den 500er-Sprint anmelden. Ja! Ja! Wenn dir deine Schulter morgen noch wehtut, sagst du mir Bescheid, ja? Mach ich. Gut. Tim, fährst du mit ins Gulz? Okay. Papa hat gesagt, ihr seid jetzt zusammen. Bist du deswegen so bedrückt? Er hat gesagt, du kommst jetzt öfter zu uns. Wirst du jetzt meine neue Mama? Denn deine Mama wird immer deine Mama bleiben. Aber was bist dann du? Ich bin deine Rudertrainerin. Und wenn du willst, dann können wir ja vielleicht Freunde werden. Glaubst du doch wohl selber nicht. Wo ist denn Tim? Der ist mit Oskar mitgefahren. Ich wollte ihn noch abholen. Ist was passiert? Wir haben uns unterhalten. Oh. Und? Naja, vielleicht ist das mit uns für ihn erstmal ein bisschen viel. Hast du auch schon mit Lilly geredet? Ja. Und wie hat sie reagiert? Sie will dich nicht mal kennenlernen. Ich glaube, aus unserem Essen morgen Abend wird nichts. Hm. Dabei wollte ich dich eigentlich fragen, ob wir mit den Kindern zusammen an die Ostsee fahren wollen. Meine Eltern haben da ein Haus, mitten in den Dünen. Es ist so schön da. Lilly verbringt die Ferien bei ihrem Vater, aber wenn ihr mich auch alleine mitnehmt. Aha. Wir könnten Strandspaziergänge machen. Hm. Uns die Sonne auf den Bauch scheinen lassen. Oder den ganzen Tag lang im Bett bleiben, das haben wir noch nie gemacht. Klingt gut. Wir können auch eine ganze Woche lang im Bett bleiben. Klingt noch besser. Oder 2 Wochen lang. Klingt grässlich. Werd nicht frech! Ah! Du bist ja heute so still. Muss ich mir Sorgen machen? Opa, wusstest du, dass Papa eine Freundin hat? Sagen wir mal so, ich hab's geahnt. Glaubst du, Papa hat Hanna lieber als Mama? Ach, Tim. Ich glaube, man liebt jeden Menschen auf eine ganz eigene Weise. Mhm. Wusstest du eigentlich, dass ich früher mal Pirat war? Naja, was meinst du, wie ich sonst an dieses Schiff hier gekommen wäre? Du hast es geklaut? Geklaut? Ich hab's gekapert. Ah, das ist was ganz anderes.
Warum hast du das gemacht? Warum? Das machen Piraten immer so. Um die Welt zu segeln und Schätze zu finden. Und, hast du einen gefunden? Und was für einen? Einen, den man nicht mit Gold oder Edelstein auflegen kann. Was soll das denn für ein Schatz sein? Der einzige, der einen wirklich glücklich machen kann. Und was ist das? Das bist du, Tim. Du, dein Vater und ein wunderschönes Zuhause. Lilly? Ist was passiert? Aus dem Urlaub mit Papa wird nichts. Er hat abgesagt. Ach, Süß, es tut mir leid. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Stefan. Hanna, ich habe jetzt keine Zeit. Es ist mir egal, ob du Zeit hast. Wenn du wegen Lilly anrufst, es tut mir leid. Das sagst du jedes Mal. Wenn du mal einen Tag lang mit deinen Jungs nicht paddeln gehst, dann interessiert das keine Sau. Aber hier geht es wirklich um was. Ja, um deine Kohle. Nein, nicht um meine Kohle. Nein? Warum denn dann? Um die Existenz von 300 Menschen, denen ich helfen muss. Wenn wir die Verträge mit den neuen Investoren jetzt nicht unter Dach und Fach kriegen, dann sitzen die auf der Straße. Und mir geht's um unsere Tochter, der du wieder mal das Herz gebrochen hast und die jetzt auf ihrem Zimmer liegt und so enttäuscht ist, dass sie nicht mal heulen kann. Dann musst du sie eben trösten und ihr erklären, warum sie diesmal zurückstehen muss. Das muss sie jedes Mal! Ich muss es Schluss machen. Stefan, du kannst sie nicht einfach aus der Veran... Papa, ich kann nicht schlafen. Komm her. Ist es wegen Hanna? Papa, wenn du jetzt mit Hanna zusammen bist. Die Mama ist immer bei uns. Hier. Und hier. Versprich mir, du vergisst sie nicht. Wie könnte ich? Jedes Mal, wenn ich dich sehe, sehe ich sie. Ist da auch genug Platz? Auch für Opa? Und für Krümel? Wenn wir ein bisschen zusammenrücken. Das ist gut. Papa, das mit der Ostsee, das geht in Ordnung. Was ist denn das für eine bescheuerte Idee? Papa wollte mit mir in die Berge. Und jetzt soll ich mir zum Trost eine Woche lang angucken, wie du mit deinem Neuen rumknutschst. Wie lange läuft es eigentlich schon mit euch? An der Ostsee kann es auch sehr schön sein. Mama, ich hatte heute echt einen beschissenen Tag. Lass mich bitte mit der Ostsee in Ruhe. Ich möchte aber, dass du mitkommst. Das kannst du knicken. Komm, Lilly. Nächsten Samstag fahren wir los, ja? Ich komme da auf gar keinen Fall mit. Ich kann dich aber nicht hier lassen, du bist erst 13. Ich bin jetzt aber schon mit Tanja verabredet. Du hast 6 Wochen lang Ferien, du wirst es schon noch oft genug sehen. Freitag schmeißt Tora ihre Party. Samstag wollen wir die neuen Läden im Mittelhaus checken. Am Sonntag ist das Konzert von den Electric Peaches. Und am Montag da... Sehr interessant, wann wolltest du denn mit mir darüber reden? Mach mir jetzt bitte nicht auch noch Vorwürfe. Das kann ich jetzt echt nicht gebrauchen. Pass mal auf, ich verstehe, dass du wütend bist. Aber ich versuche uns beide eine Lösung zu finden. Also wäre es ganz schön, wenn du anständig reden würdest. Ich muss schlafen gehen. Gute Nacht. Gute Nacht. Jan? Nein, noch nicht. Was soll ich denn auf dem Balkon? Ich komm runter! Und was bedeutet das jetzt für unseren Urlaub? Sie will auf keinen Fall mit. Ach, vielleicht ändert sie ja noch mal ihre Meinung. Weißt du, diese Woche an der Küste wäre die perfekte Gelegenheit, um zu sehen, wie das mit uns Vieren funktioniert.
Ja, aber wenn sich Lili mal was in den Kopf gesetzt hat, dann ist es schwierig, sie vom Gegenteil zu überzeugen. Und wenn wir ihr zeigen, dass man sogar mit uns eine tolle Zeit haben kann? Wie stellst du dir das vor? Sie will ja nicht mal mit dir zu Abend essen. Und wenn uns das Schicksal behilflich ist? Oh, das wäre fantastisch, aber den Gefallen wird dir das Schicksal nicht tun. Und wenn wir ein bisschen nachhelfen? Ich hätte sogar schon eine Idee. T-Shirts nehmen. Kann man da was mit dem Preis machen? Nein. Nein, nicht. Das gibt's nicht. Guck mal, wer da ist. Hallo. Hallo. Hi, Lilly. Wie geht's? Habt ihr hier verabredet? Wie kommst du denn darauf? Das ist übrigens mein Sohn, Tim. Aber ich glaube, ihr habt euch schon mal gesehen, oder? Hallo. Wie siehst du denn aus? Ich bin Pirat. Mama, können wir bitte gehen? Eigentlich wollte ich euch fragen, ob wir vielleicht ein Eis essen wollen. Gute Idee. Ich wollte noch zu dem Stand mit den Basecaps. Dann lauft ihr doch nicht weg. Erdbeer ist echt lecker. Ja. Ja, komm, Lilly, doppelte Portion Zitrone. Wenn ihr glaubt, ihr könnt mich bestechen, dann seid ihr schiefgewickelt. Lilly, bist du schon mal Tandem gefahren? Das ist Kinderkram. Ja, eben. Komm, das kann doch ganz lustig sein. Oder? Mama, du hast versprochen, wir gehen noch zu den Basecaps. Komm, probier's wenigstens, bitte. Dann kriege ich aber einen neuen MP3-Player. Du hast doch einen. Der ist alt. Das ist Erpressung. Das ist Marktwirtschaft. Und ich fahre nicht mit dem Knirps, damit es klar ist. Ich bin kein Knirps, ich bin Pirat. Alles unter 1,50 ist Knirps. Ich will eh nicht mit dir fahren. Gut. Komm, dann zeigen wir's. Wer zuerst oben ist? Hey! Schon mal was von Startschuss gehört? Team Lilly setzt sich an die Spitze. Ein gewaltiger Antritt am Berg. Niemand kann sie aufhalten. Team Lilly gewinnt. Die schwere Bergetappe. Ja, das geht nicht. Ihr seid viel früher gestartet. Wisst ihr nur dadurch, dass wir gewonnen haben, Knopskowski? Wie soll ich dich immer Knops nennen? Nicht streiten. Weiterfahren. Papa, guck mal, ein Ballon. Ja. Hallo. 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 Wo fahren Sie denn hin? Ja, das hängt ganz von dem Wind ab, junger Mann. Im Moment geht's da lang. Papa, können wir mitfahren? Ach, ich weiß nicht. Besser nicht, Jan. Meine Tochter wollte nicht eigentlich schon längst zu Hause sein. So eilig habe ich es auch wieder nicht. Ist deine Entscheidung. Also gut. Wenn ihr unbedingt drauf besteht, dann. Ja, dann bitte einsteigen! Hüpfsalat!
sind wir? Zu Hause. Oh, na endlich. Das war ein richtig schöner Tag. Mhm, fand ich auch. Hast du gesehen, wie Lilly gestrahlt hat? Mama! Komm endlich, ich muss aufs Klo. Du hast doch einen Schlüssel. Komm einfach. Wir hatten noch einen wirklich schönen Tag zusammen, findest du nicht? Ja, schon. Dann kommst du also mit? Habt ihr deswegen das ganze Theater veranstaltet? Ich wollte einfach nur, dass ihr euch kennenlernt. Mama, wenn du unbedingt in den Urlaub fahren willst, warum machen wir es dann nicht so wie letztes Jahr, last minute? Ich möchte aber, dass wir in die Ostsee fahren. Das mit Jan ist mir sehr wichtig. Und was hat es mit mir zu tun? Du bist mir auch sehr wichtig. Jans Eltern haben ein wunderschönes Haus mitten in den Dünen. Du wärst direkt am Strand. Mit dem Macker und dem Knirps. In einem Haus. Mama, vergiss es. Gut, was hältst du davon, wenn wir uns eine eigene Wohnung nehmen? Wäre das in Ordnung für dich? Griechenland wäre in Ordnung für mich. Ach, Lilly, das macht so keinen Sinn. Wenn du erst mal da bist, wird es dir schon gefallen. Wird es nicht. Ich mache dir einen Vorschlag. Wir fahren dahin, du guckst dir die Sache an. Und wenn du es dann immer noch blöd findest, fahren wir zurück. Ist gut. Sieht gut aus. Sie wollen mich wirklich eine ganze Woche hier alleine lassen? Es ist doch nicht das erste Mal, dass Sie hier die Stellung halten. Und wenn es ein Problem gibt? Dann können Sie mich jederzeit auf dem Handy erreichen. Jetzt, wo Sie mit Ihrer neuen Freundin unterwegs sind, will ich Sie sicher nicht stören. Dann schicken Sie mir einfach eine Mail und ich rufe Sie dann zurück. Okay, mach ich. Dann hätten wir alles geklärt? Ja. Tschüss. Tschüss. Schönen Urlaub. Dankeschön. Tim? Es geht los. Lilly, hast du an deinen Badeanzug gedacht? Was ist mit deinem Fotoapparat? Und denk bitte daran, die Bananenstaude, du brauchst wirklich nur ganz wenig Wasser. Du, solange ich mit dem Ding nicht auch noch reden muss, kriege ich das schon noch hin. Gut, danke, dass du dich um die Pflanzen kümmerst. Ist doch selbstverständlich. Lilly scheint sich ja sehr zu freuen. Das kommt noch. Warte mal, ich habe noch was für dich. Das ist ein Chateau Royal Haute Priory Jahrgang 2001. Der sieht aber teuer aus. Mhm, habe ich bei der letzten Weihnachtsfeier mitgehen lassen. Den trinkst du mit dir an einem schönen Abend, ja? Danke. Gute Fahrt, genieß es. Das werde ich. Tschüss, Lilly. Willst du nicht mal die blöden Kopfhörer abnehmen? Willst du deinen Urlaub im Auto verbringen? Wann haben Sie angerufen? Anfang der Woche. Dienstag? Guten Tag. Udo, ja. Kommst du mal? Gibt's ein Problem? Hat bei dir jemand für Sander reserviert? Frau Sander, guten Tag. Hallo. Hast du meinen Zettel nicht gesehen? Der lag da direkt neben dem Telefon. Kannst du mir bitte mal erklären, wozu wir dieses Buch haben, wenn du sowieso alles auf irgendwelchen Zettel schreibst? Also wenn wir jetzt den Computer hätten, wäre das nicht passiert. Was ist wieder los? Für die paar Buchungen brauchen wir doch keinen Computer. Entschuldigung, was ist mit dem Zimmer? Ist leider schon vergeben. Das können Sie mir nicht antun. Tja, bedanken Sie sich bei meinem Mann. Ach, nein, Moment. Ich habe mir die Finger wund telefoniert, um noch irgendwas zu bekommen. Hauptsaison. Ich hab's doch gleich gesagt. Die Ostsee ist scheiße. Das muss es sein. Wenn wir jetzt zurückfahren, kann ich mich noch mit Tanja treffen. Wir fahren aber nicht zurück. Und ich werde sicher nicht bei deinem Lover wohnen. Lilly, ich hab's kapiert. Wir finden schon was anderes. Na, habt ihr schon ausgepackt? Schön wär's.
Das Zimmer ist vergeben. Wie vergeben? Doppelbuchung. Oh. Und jetzt? Keine Ahnung. Also, mein Angebot steht. Ihr könnt gerne bei mir übernachten. Vergiss es. Ich werde hier auf keinen Fall übernachten. Wir trinken erstmal einen Kaffee und überlegen uns was. Komm. Ihr überlegt euch was und ich gehe jetzt erstmal an den Strand. Da ist ein Zimmer frei. Ja, komm. Entschuldigung? Hallo? Ja? Ich suche ein Zimmer. Oh, tut mir leid. Ich habe gerade das letzte Zimmer vermietet. Aber vielleicht versuchen Sie es nebenan, in der Villa Schwanebeck. Danke. Danke. Zahnspangen getragen? Schon lange her. Wie alt bist du eigentlich? 15, du? 17. Sag mal, hast du einen Freund? Wir haben uns gerade getrennt. Und hast du Schluss gemacht oder er? Ich hab, also ich meine, er hat. So irgendwie beide. Naja, war wohl nicht der Richtige. Marco, ich gehe. Na gut, ich glaube, ich muss los. Sehen wir uns morgen? Wieder hier? Klar. Und auch die gleiche Uhrzeit? Ja. Okay. Super. Na, echt nett, dich kennenzulernen. Ciao. Ciao. Fand ich auch. Och Mann, ihr wollt doch nicht wirklich wieder fahren. Sag mir bitte, was ich tun soll. Ich kann Lilly ja schlecht zwingen, bei dir zu wohnen. Wenn wir im Garten ein Zelt aufstellen? Komm, ich habe mich so auf diese Woche mit dir gefreut. Wir fahren nach Hause. Was? Der ganze Ort ist ausgebucht. Du kannst einsteigen. Es geht nicht. Was geht nicht? Ich bin ein Teenager und ich brauche Stabilität. Du kannst mich nicht an die Ostsee schleppen und dann hast du es plötzlich wieder Berlin. Und das heißt? Ist doch Logo, wir bleiben. Wo denn bitte? Hier. Ich denke, da willst du auf gar keinen Fall rein. Wann soll ich denn bitte das gesagt haben? Aber glaub bloß nicht, ich mache jetzt eine Familie oder so. So. Das wär's, der Wohnbereich. Küche. Da geht's weiter. Ein Kamin für lange Winterabende. Das Gäste-WC. Und die Schlafzimmer sind oben. Komm, wir zeigen's. Hier ist Papas Zimmer. Sag mal, ihr wollt aber nicht zusammenschlafen, oder? Doch, da wollen wir zusammenschlafen. Boah, das ist ja eklig. Da musst du jetzt durch. Mach dir um mich keine Sorgen. Ich schaff das schon. Da geht's weiter. So. Hier schläft Tim. Da könntest du schlafen. Ich schlafe auf keinen Fall mit dem Knirps in einem Raum. Denk an deine Stabilität, mein Schatz, und sei froh, dass du hier übernachten darfst. Mama, guck mal, der schläft noch mit Teddy. Was hast du gegen Krümel? Der ist voll peinlich. Pass auf, was du sagst. Krümel ist nämlich auch Pirat. Ja, das meine ich doch mit voll peinlich, du Knirps. Sag nicht immer Knirps zu mir. Knirps, 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 Knirps. Weißt du, vielleicht ist es doch keine ganz so gute Idee, wenn die beiden in einem Zimmer schlafen. Vielleicht nicht. Ich habe noch eine Kammer, die kann ich leer räumen.
das denn? Probier doch mal. Bärlauchcreme. Hat meine Oma gemacht. Boah, das sieht ja widerlich aus. Lilly. Boah, riech mal, mir kommt's gleich hoch. Lilly, benimm dich. Nee, benimm dich. Pass mal auf, wenn du das hier alles so schrecklich findest, dann kannst du auch gerne direkt auf dein Zimmer gehen. Wenn du mich dauernd anmeckerst, mache ich sogar freiwillig. Der Schinken ist auch lecker. Kann ich mir gleich Antibiotika spritzen. Ich weiß ja nicht, was ihr so in euch reinschaufelt, aber wir achten auf unsere Ernährung. Manchmal kannst du wirklich anstrengend sein. Was gibt's neu zum Nachtisch? Vanillepudding. Auf die Zuckerpampe verzichte ich gern. Prost. Prost. Ich freue mich so, dass ihr doch nicht gefahren seid. Ich mich auch. Obwohl ich wirklich gerne wüsste, warum Lilly plötzlich bleiben wollte. Es tut mir leid, dass sie sich gerade so benimmt. Weißt du, eigentlich ist sie absolut... Jetzt denk doch nicht ständig an Lilly. Entspann dich. Ist wunderschön. Achte nicht drauf. Vielleicht rutsche ich mein Stück. Okay. Andere Seite. Wie soll ich mich denn so entspannen? Jetzt? Hol ich uns erstmal was zu trinken. Service. Ich bewege mich einfach gar nicht mehr. Okay. Wie wär's denn mit dem Spaziergang? Jetzt? Wann denn sonst? Hättest du gedacht, dass aus uns ein Paar wird? Ja. Auf den ersten Blick. Respekt. Hast du gut versteckt. Gut, vielleicht auf den zweiten. Du warst so ein arroganter Schnösel. Entschuldige? Du warst auch nicht gerade einfach. Ja, weil du mich provoziert hast. Das habe ich aber nur gemacht, weil du immer das letzte Wort haben musst. Ja, genau das meine ich mit arroganter Schnösel. Und genau das meine ich mit immer dem letzten Wort. Und, was denkst du jetzt so? Ananas. Ich bin leider allergisch. Ich kriege immer so ein Bläschen auf der Zunge. Dann schlage ich vor, du lässt die Ananas weg. Ich gehe da mal. Wir wollen noch heute Beachvolleyball spielen. Ich habe eine Verabredung, aber wir sehen uns heute Abend. Lilly, wir machen hier zusammen Urlaub. Falsch. Ihr macht zusammen Urlaub. Ich bin nur mitgekommen. Das sehe ich ein bisschen anders. Aber Beachvolleyball ist echt eine Kackidee. Ach ja? Hast du es überhaupt schon mal probiert? Das macht echt Spaß. Ja, dir vielleicht. Genau. Gut. Wenn du nicht die ganze Zeit mit uns zusammen sein willst, dann lass uns wenigstens an den Vormittagen was gemeinsam unternehmen. Und an den Nachmittagen kannst du machen, was du willst. Einverstanden? Gut, dann ist das ja geklärt. Hey! Sag mal, hast du es bald? Moment noch. Was machst du denn da? Der platzt gleich.
stimmt doch gar nicht. Lass uns bitte endlich anfangen. So, jetzt ist er aufgebrochen. Na endlich. Wer hat Aufschlag? Moment. Kopf oder Zahlen? Oh, Kopf. Wieder ein Punkt für uns. Gar nicht, der Ball war am Aus. Was? Der war genau auf der Linie. Der Ball ist hier aufgekommen. Er war genau hier. Papa, der Ball war eindeutig im Aus. Er war eindeutig drin. Ich hab's nicht richtig gesehen. Geschenkt. Hauptsache, wir kriegen die Sache schnell hinter uns. Der gilt nicht. Was war denn jetzt schon wieder? Du bist über die Linie getreten, das darf man nicht. Was? Oh, das darf doch nicht wahr sein. Du, Mama kommt. Ich muss Schluss machen. Ja, dich auch. Geht's dir? Kopfschmerzen? Mir geht's wunderbar. Ich geh jetzt an den Strand. Leg dich mal bitte wieder hin. Du weißt, was der Arzt gesagt hat. Wenn ich hier noch weiter rumliege, vermodere ich. Und was ist, wenn du wirklich eine Gehirnerschütterung hast? Er hat gesagt, es ist so gut wie ausgeschlossen. Bleib mal liegen und schon dich ein bisschen. Das ist doch doof, ich habe eine Verabredung. Von was für einer Verabredung redest du eigentlich? Das geht dich nichts an. Aber was mich was angeht, ist deine Gesundheit. Kannst morgen wieder an den Strand. Ich will aber jetzt. Was willst du? Hier, für dich. Oh, lass uns mal umdrehen. Das sieht ganz schön privat aus. Hey, hey, hey. Bist du kein bisschen neugierig? Doch, schon. Warte. Wir gehen doch nur spazieren. Ist doch nicht verboten, hm? Jan, komm. Das sieht sogar sehr privat aus. Hallo? Der ist perfekt gekühlt. Sag mal, was ist mit dir los? Komm schon. Oh. Du hast das alles arrangiert. Prost. Gefällt es dir? Du gefällst mir. Wir sollten uns öfter mal davon stehlen. Ja. Warum nicht jetzt gleich? Ja, komm. Guten Morgen, Lilly. Morgen. Interessantes Outfit. Wieso? Sieht doch gut aus. Bisschen wie ein Filmstar. Fühl mich nicht zu. Ich krieg gleich einen Föhn. Ich mein's ernst. Blödsinn, ich sehe aus wie der Elefantenmensch. Du solltest ein bisschen mehr frühstücken. Wieso? Wird jetzt Segeln auf dem Programm. Mit Knöpskowski. Ich will doch nicht ertrinken. Fängst du schon wieder damit an? Ich fange mit gar nichts an. Ich bin nämlich schon weg. Sag jetzt nichts. Ich hatte nicht vor, was zu sagen. Na komm. Wir können uns auch zu dritt einen schönen Tag machen. Hm. Hey, Captain. Wollt ihr mal übernehmen? Piraten übernehmen nicht, Piraten kapern. Aye, aye, Sir. Gut? Ja. Ich bin ewig nicht gesegelt. Das letzte Mal war ich mit Lilly schwanger. Bist du früher oft gesegelt? Stefan und ich hatten eigentlich kaum Zeit dafür. Warum habt ihr euch eigentlich damals getrennt? Ich war ständig auf Wettkämpfen und Stefan war Tag und Nacht in seiner Kanzlei. Und als ich dann in die Olympia-Auswahl gekommen bin, haben wir uns praktisch gar nicht mehr gesehen. Und Lilly? Die habe ich eigentlich überall hin mitgeschleppt. Und? Weiter? Stefan hat sich dann mit anderen getröstet und es hat leider viel zu lange gedauert, bis ich dahinter gekommen bin. Ich war so wütend damals. Ich habe mir fast die Augen ausgeheult. So was will ich nie wieder erleben.
Das kann ich verstehen. Egal, was mit uns ist, egal, was passiert oder wie schwierig es wird. Betrügen werde ich dich nie. Oder doch? Nein. Nie. Das will ich dir auch raten. Alle Mann von Bord. Das war aufregend. Habt ihr gesehen, wie ich der Boje ausgewichen bin? Hallo, wir wären fast gekentert. Das war doch Absicht. Ich wollte sehen, was der Kahn so drauf hat. Ich bin mächtig stolz auf dich, Großer. So, was machen wir nun mit diesem angebrochenen Tag? Zum Strand? Mhm. Ja, okay. Kommt ihr? Ja. Ja. Ach, wäre das toll, wenn das Wetter so bleibt. Wird's schon, keine Panik. Mal, wer da ist. Hm? Hallo. Wollen wir hier bleiben? Ja. Sind das deine Eltern? Nee, zum Glück nicht. Warum winkt die denn dann? Das ist meine Mutter. Und wer ist der Typ? Ihr neuer Freund. Und der da vorne? Ist das der kleine Scheißer, der dir das hier verpasst hat? Find ich aber ganz süß. Macht dir was aus, wenn wir uns da hinten hinsetzen? Nee, können wir machen. Okay. Alles, was du willst, Prinzessin. Der Typ, mit dem Lilly da redet, wie alt mag der sein? Keine Ahnung. Der ist bestimmt schon 17. Solange wir die beiden im Blick haben, wird schon nichts passieren. Wir machen heute Abend ein Lagerfeuer. Hast du Lust zu kommen? Lust schon. Aber? Meine Mama wird nicht begeistert sein. Komm schon, du bist 15. Kannst du sie nicht bequatschen? Ich werde es versuchen. Mach mal. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn du kommst. Jetzt cremt er ja auch noch den Rücken ein. Lass sie doch. Du denkst schon wieder nur an Lilly. Quatsch. Ich bin total entspannt. Das ist nicht fair. So viel zum Thema Entspannung. Komm, wir gehen ins Wasser. Wer war denn das gerade? Wer? Du weißt genau, wen ich meine. Der Typ, der dir so schön den Rücken eingecremt hat. Das war Marco. Ja, und wer ist Marco? Ein Typ halt. Und was soll die Fragerei? Jungen in seinem Alter wollen nicht nur Federball spielen. Du bist wohl immer noch sauer, weil ich nicht mit Segeln war. Deine Mama will doch nur, dass du vorsichtig bist. Sag mal, was mischst du dich denn jetzt ein? Kann Mama jetzt nicht mehr für sich sprechen? Jan will nur sagen, dass ich nicht Jan Lust habe, ständig... Jan hat mir überhaupt nichts zu sagen. Und wenn er unbedingt Papa spielen will, soll er es doch bitte bei Tim tun und nicht bei mir. Was ist mit mir? Schon gut, Tim. Es ist überhaupt nichts gut. Ich lass mir von dir doch nicht den Urlaub versauen. Du verbesserst auch nicht gerade die Qualität meines Urlaubs. Weißt du was? Du gehst mir echt auf die Nerven. Und du gehst mir auf die Nerven, und zwar gewaltig. Dann sind wir ja quitt. Lilly! Lilly! Toll. Was? Du hättest dich nicht einmischen dürfen. Moment mal. Lilly hat mich provoziert, nicht umgekehrt. Lass dich provozieren lassen. Weil sie sich unmöglich benimmt. Und nicht nur uns gegenüber, vor allem gegenüber Tim. Moment mal, Lilly ist ein ganz normaler Teenager. Du musst jetzt nicht auf ihr rumhacken. Ich bin immer weg. Wie weg? Ich fahr einfach nur mal raus. Doch nicht etwa zum Strand. Und wenn? Du bist 13. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass ich dich abends zu irgendwelchen Jungs lasse. Mama, ich bin da verabredet und ich gehe da jetzt hin. Nein, das wirst du nicht tun. Du kannst Marco morgen wiedersehen. Du hast sie gegen mich aufgehetzt. Hab ich nicht. Früher hatten Mama und ich nie Probleme. Aber kaum tauchst du auf, gibt's nur noch Zoff. Früher hast du dich auch nicht so aufgeführt. Ach so? Jetzt bin ich an allem schuld, oder was? Fest steht, du bleibst heute Abend hier.
Lass mich in Ruhe. Hast du geweint? Wie kommst du denn darauf? Ich habe über alles nachgedacht. Jetzt fängt der Knirps auch noch zu denken an. Vorhin, als wir segeln waren und du am Strand, da haben wir uns alle so gut verstanden. Schön für euch und? Du es mit uns so schlimm findest und wir mit dir. Warum ziehst du dann nicht einfach zu deiner Oma? Was? Dann wären wir alle glücklich. Raus mit dir! Ausgebot der Halle, verschwinde! Tim, weißt du, wo hier ein Tablett ist? Da oben. Ich will draußen einen Tisch decken. Hast du Lust, mir zu helfen? Ja. Danke. Und Besteck könntest du raussuchen. Ja. Du hast dir den Urlaub bestimmt auch anders vorgestellt, oder? Als Mama noch da war, haben wir uns nicht so oft gestritten. Weißt du, Lilly und ich, wir waren fast die ganze Zeit über allein und sie, naja, vielleicht muss sie sich einfach erst daran gewöhnen, dass sie mich jetzt teilen muss. Aber sie soll nicht immer so gemein zu mir sein. Vielleicht reden wir nach dem Essen einfach mal zusammen mit ihr, okay? Okay. Wollte Lilly nicht mitessen? Keine Ahnung. Hast du sie nicht gefragt? Ich dachte, du. Lilly? Wir haben gerade beschlossen, dass wir übermorgen tanzen gehen wollen. Kommst du mit? Klar, warum nicht? Das hörst du sicher jeden Tag, aber du bist echt hübsch. Findest du? Noch nie in den Spiegel geguckt? Lilly! Scheiße, hier dein Bier. Was wollen die denn hier? Kommst du bitte? Es gibt Ärger. Was soll das? Du weißt genau, dass du nicht hierher solltest. Hey! Wir sitzen doch nur ein bisschen rum und trinken Bier. Was ist denn schon dabei? Findest du es okay, eine 13-Jährige mit Bier abzufüllen? Ich dachte, du wärst 15. Wir gehen. Bitte erklären, warum du dich heimlich aus dem Haus schleichst. Weißt du, wie peinlich das eben war? Jetzt kann ich mich nie wieder bei denen blicken lassen. Stimmt, du hast nämlich Hausarrest. Mama, das kannst du nicht machen, das ist Folter. Pass mal auf, junges Fräulein. Es gibt gewisse Regeln. Und wenn du dich an die nicht hältst, dann musst du die Konsequenzen tragen. Weißt du was? Du bist so gemein. So eine richtige Hexe. Mich jetzt zu beschimpfen, ist bestimmt hilfreich. Ich hasse dich. Und dich hasse ich ganz besonders. Ich glaube, ich sehe nur mal nach ihr. Hanna, das würde ich nicht machen. Wenn du jetzt zu ihr gehst, macht sie sowieso wieder nur Terror. Ich würde genau das Gleiche sagen, wenn es um Knirpskowski ging. Im Ernst. Du kannst doch morgen mit ihr reden. Lass sie jetzt mal in Ruhe. Vielleicht denkt sie dann mal über alles nach. Ganz schön blöd, oder? Mhm. Aber gestern war gestern und heute ist heute. Das gibt's doch nicht! Papa! Papa! Tim? Was ist denn los? Krümel ist weg! Das ist doch kein Grund, so zu schreien. Er wird sich schon wieder anfinden. Das war Lilly! Lilly.
Lilly! Das darf nicht wahr sein. Diesmal ist sie zu weit gegangen. Aber bitte, wenn sie es so haben will, kein Taschengeld, kein Handy, kein Surfen mehr. Und für den Rest der Ferien bleibt sie in ihrem Zimmer. Nee, für den Rest ihrer Jugend. Für den Rest ihres Lebens. Oh Gott, Hanna, beruhige dich. Ich bin ruhig. Es langt mir nur einfach. Jetzt werden andere Seiten aufgezogen. Lilly, komm sofort raus! Ich kann auch reinkommen. Oh, sie schon wieder. Wo ist Markus' Zelt? Da. Danke. Lilly, komm raus! Hey, was ist denn da los? Schlafen. Du kannst weiter pennen, wenn meine Tochter rausgekommen ist. Lilly ist nicht bei mir. Glauben Sie mir doch. Die ist wirklich nicht hier. Mann. Der gewünschte Gesprächspartner ist vorübergehend nicht zu erreichen. Ausgeschaltet. Frau Sander, wann haben Sie Ihre Tochter zum letzten Mal gesehen? Ich weiß nicht, ich glaube... Du hast sie gegen 9:30 ins Bett geschickt. Richtig, und heute Morgen früh um 7 war sie nicht mehr da. Ist Ihre Tochter früher schon einmal von zu Hause weggelaufen? Nein, noch nie. An wen könnte sie sich wenden? Freunde, Verwandte? Wir haben alle schon durchtelefoniert. Ihren Vater, ihre Großmutter, all ihre Freundinnen. Sie ist nirgendwo aufgetaucht. Frau Sander, hat Lilly jemals davon gesprochen, sich umzubringen? Entschuldigung, ich muss Sie das fragen. Natürlich nicht. Gut, dann werde ich jetzt alles weitere in die Wege leiten. Was kann ich denn tun? Das Wichtigste ist jetzt nicht, die Nerven zu verlieren. In den meisten Fällen tauchen Ausreißer nach ein paar Tagen wieder auf. Gut. Ich bleibe mit Tim noch eine Nacht hier, falls sie doch zurückkommt. Wo sind meine blöden Schuhe? Ich frage mich, was Lilly wohl mit Krümel gemacht hat. Zur Not kaufe ich ihm eben neuen. Hast du ja keine Ahnung, was dieser Teddy für Tim bedeutet. Was denn? Das ist ein Andenken an seine Mutter, den kannst du nicht einfach nachkaufen. Meine Tochter ist verschwunden und du machst dir Sorgen um blöden Teddy? Entschuldige. Ich hätte mich auf dich hören dürfen und nochmal mit dir reden müssen. Bin ich jetzt schuld, dass sie abgehauen ist, oder was? Nein, ich hätte nur einfach nochmal nach ihr sehen müssen. Ich konnte doch wohl nicht ahnen, wie sie reagiert. Ich wollte dir helfen. Wir hätten hier nicht herkommen dürfen. Das war von Anfang an absolute Schnapsidee. Wir wollten beide hierher kommen. Jetzt tu bitte nicht so, als hätte ich dich gezwungen. Jan, lass mich einfach in Ruhe. Hanna. Lass mich in Ruhe! Hanna. Hanna, kannst du jetzt überhaupt fahren? Du bist doch total durch den Wind. Jan, bitte. Kannst du wenigstens ein bisschen schlafen? Ihr wird schon nichts passiert sein. Wie kannst du sowas sagen? Da draußen laufen jede Menge Psychopathen rum. Jetzt lass mal. Du kannst doch nicht alle 5 Minuten bei den Leuten anrufen. Die melden sich doch, wenn Lilly auftaucht. Sollen wir noch mal ihre Lieblingsorte absuchen? Wenn du möchtest, klar. Klar. Mama, bleibst du hier, falls Lilly wieder auftaucht? Kein Problem.
Hause. Na komm, du kannst gleich weiterschlafen. Ihr seid schon da? Was seid ihr denn heute Morgen losgefahren? Keine Ahnung. Es wurde gerade hell. Ich konnte sowieso die ganze Nacht nicht schlafen. Neuigkeiten? Ich weiß einfach nicht, was ich jetzt machen soll. Was ist denn schiefgelaufen? Alles. Komm, reden. Einen schönen Tag noch Ihnen. Dankeschön, ebenso. Tschüss. Na, da haben wir uns wohl verlaufen, junges Fräulein. Ich bitte meinen Papa, Stefan Wissmann. Lilly. Ich bin Maike, Stefans Assistentin. Ist er da? In einer wichtigen Besprechung. Dann warte ich hier so lange, bis er fertig ist. Lilly, sag mal, weißt du eigentlich, was sich deine Mutter für Sorgen macht? Ich kann mich mal. Ach, Gott sei Dank. Papa, sag mal, wo warst du eigentlich gestern? Ich habe die ganze Nacht auf dich gewartet. Gehen wir in mein Büro. Und was ist mit deinem Kleiner? Denk dir was aus und mach einen neuen Termin. Aber das ist doch kein Grund, mitten in der Nacht einfach wegzulaufen. Sag mal, hörst du mir überhaupt zu? Er hat gesagt, ich versau ihm den Urlaub. Dabei bin ich doch nur mitgekommen, weil Mama das unbedingt wollte. Ja, rufen Sie jetzt an und sagen ihr, dass du hier bist. Auf gar keinen Fall. Die wollte mich wegsperren, Papa. Und das nur, weil ich nicht so bin, wie sie es gerne hätte. Und du glaubst nicht, dass dein Verhalten auch etwas dazu beigetragen hat, dass die Situation eskaliert ist? Wessen Seite bist du eigentlich? Ich kann ja verstehen, dass du wütend bist. Aber einfach davon zu laufen, ist keine Lösung. Ja, das sehe ich ja genauso. Und deshalb habe ich mir überlegt, dass ich in Zukunft bei dir wohnen werde. Wie bitte? Es wird bestimmt nicht einfach für Mama, aber ich bin mir sicher, sie gewöhnt sich dran. Lilly. Papa. Guten Morgen. Sie sind schon wieder zurück? Wir haben den Urlaub abgebrochen. Wegen des neuen Coffeeshops. Was für ein Coffeeshop? Sie haben meine Mail gar nicht gelesen. Planet Arabica eröffnet um die Ecke eine Filiale. Wann machen die auf? Das werde ich noch rauskriegen. Der Urlaub war wohl nicht besonders, hm? Wenn du irgendwas hörst, dann rufe ich an, wie besprochen. Stefan, was? Oh, Gott sei Dank. Wie geht's ihr? Ist sie in Ordnung? Du glaubst gar nicht, wie erleichtert ich bin. Nein, lass sie schlafen. Lass sie schlafen. Natürlich hole ich euch ab. Ja. Nein, Stefan. Wir reden, wenn ihr hier seid. Ja. Bei ihrem Vater in München. Na, siehste. Ich hab doch gesagt, ihr passiert nichts. Ich muss Irina anrufen. Ja, mach mal. Immer noch besetzt? Wo waren wir stehen geblieben? Bei der Umsatzprognose. Und, was schlagen Sie vor? Für das Café. Augen zu und durch. Und für die Rösterei? Sagen Sie die Kooperation mit Sanchez ab. Wie ich von Anfang an sagte, das Risiko ist zu groß. Herr Kastner, hören Sie mir überhaupt zu? Ich habe Sanchez mein Wort gegeben. Aber er hat doch auch nichts davon, wenn wir pleite gehen. Wenn Sie den Deal unbedingt durchziehen wollen, dann laufen wir Gefahr, dass unser Umsatz um bis zu 30% sinkt. Wissen Sie wirklich, ich kann mich nicht konzentrieren. Wir reden später weiter. Okay.
wird dir schon nicht den Kopf abreißen. Ich habe mir solche Sorgen gemacht. Mama, nicht so fest. Du tust mir noch weh. Versprich mir, dass du das nie wieder tust. Steigt schon mal aus und packt den Wagen. Böse auf mich? Ich hätte noch mal mit dir reden müssen an dem Abend. Hätte nicht viel genützt. Ich war sowas von sauer auf dich. Wer hätte das mal Papas Gesicht sehen sollen, als ich plötzlich bei ihm auf der Matte stand? Hauptsache, du bist gesund zurück. Lili, ich möchte, dass du eins weißt. Egal, was zwischen uns ist, wir können immer alles besprechen. Es gibt für alles eine Lösung. Ich weiß. Aber es war einfach alles zu viel für mich. Ich hatte das Gefühl, dass Jan viel wichtiger ist als ich. Ich liebe dich. Ich dich auch. Hallo, guten Tag. Jan Kastner, mein Name. Ich bin Hannas Mutter. Freut mich. Ebenso. Ist Hanna zu Hause? Ich kann sie nicht erreichen. Lili ist wieder zurück. Gott sei Dank. Kommen Sie rein. Dankeschön. Ihr Vater hat sie heute zurückgebracht. Sie war in München. Ach. Hallo. Hallo. Hallo, Lilly. Du hast uns einen ganz schönen Schrecken eingejagt. Jetzt bin ich ja wieder da. Ich habe den ganzen Tag versucht, dich zu erreichen, weil der war ständig besetzt. Ich musste doch erst überall Entwarnung geben. Und dann war ich der Letzte auf deiner Liste? Es tut mir leid, Jan. Die letzten zwei Tage war eine einzige Achterbahnfahrt. Ich wusste nicht, wo mir der Kopf steht. Mama, komm doch wieder zu uns. Wir haben gerade jede Menge Spaß. Jan. Ich habe mir da was überlegt. Was denn? Wenn du mit Lilly überfordert bist, dann sollten wir sie vielleicht aufs Internat schicken. Was heißt denn überfordert? Lilly fährt doch nicht ohne Grund nächtelang durch die Republik, nur um von dir und deinem Freund wegzukommen. Das ist doch jetzt wohl das Letzte. Ich kann ja verstehen, wenn du dich ausleben willst. Aber bitte nicht auf Kosten unserer Tochter. Oh, jetzt kommt der große Erziehungsexperte aus München. Du siehst sie doch höchstens mal in den Ferien, wenn du nicht kurz vorher absagst. Ich behaupte ja gar nicht, dass ich es besser weiß als du. Aber denk doch mal bitte an das Wohl unserer Tochter. Ich denke jeden Tag an das Wohl unserer Tochter. Das habe ich gemerkt. Seit 13 Jahren kümmere ich mich um sie. Jeden verdammten Tag, also komme jetzt nicht so. Wo warst du denn, als sie die Masern hatte? Wo warst du denn nach ihrem Reitunfall? Wo war denn der feine Herr? Ich habe geschuftet, damit sie sich das Reiten überhaupt leisten konnte. Wie bitte? Du arbeitest so viel, weil du es toll findest, weil du in deiner Kanzlei den großen Anwalt geben kannst. Werd jetzt bitte nicht unsachlich. Außerdem habe ich damals ihren Reitunterricht bezahlt. Lass uns nicht schon wieder streiten, ich bitte dich. Wir reden noch mal darüber, wenn du dich wieder beruhigt hast, okay? Fängst du auch noch damit an? Ich bin ruhig. Hast dich kein Stück verändert. Du auch nicht. Du bist immer noch unwiderstehlich, wenn du wütend bist. Lass uns nicht streiten. Ich fliege heute Abend wieder zurück nach München. Lass uns vorher noch was essen gehen. Okay? Darf ich mal durch? Ich muss noch mal kurz telefonieren. Ich komme gleich nach. Wir setzen uns schon mal. Ja. Drinnen oder draußen? Magst du draußen sitzen? Ja. Hier ist die Mailbox von Jan Kastner. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht nach dem Ton. Sieht aber gut aus. Schön. Vielen Dank. Bitte schön.
Guten Appetit. Dankeschön. Danke. Danke. Guten Appetit. Ebenso. Warum seid ihr eigentlich nicht mehr zusammen? Deine Mutter und ich sind nicht dafür geschaffen, zusammen zu sein. Verstehe ich nicht. Wir haben ganz unterschiedliche Vorstellungen vom Leben. Welche denn? Für mich zählen Treue und Aufrichtigkeit und dass man sich aufeinander verlassen kann. Alles Dinge, die für einen Anwalt extrem geschäftsschädigend sind. Und ihr wollt es nicht noch einmal versuchen? Nee, Lilly, wirklich nicht. Eigentlich wollte ich es euch noch gar nicht erzählen. Maike und ich werden nächstes Frühjahr heiraten. Maike, deine Sekretärin? Sie ist meine persönliche Assistentin. Ja, offensichtlich. Du willst heiraten? Ist deine Maike schon volljährig? Sie ist schwanger. War schön, euch wiederzusehen. Auch wenn die Umstände etwas unglücklich waren. Danke für die Einladung. Und du bleibst sauber, verstanden? Dein Taxi. Jetzt sei doch nicht sauer auf mich. Du verpasst noch deinen Flug. Lilly, ich weiß, ich habe immer viel zu wenig Zeit für dich. Das mit dem Urlaub ist natürlich auch ganz... Komm, verabschiede dich richtig. Ist schon in Ordnung. Wir telefonieren, ja? Zum Flughafen, bitte. Komm, wir gehen nach Hause. Papa! Papa, warte! Kannst du es nicht noch einmal mit Mama versuchen? Ach, mir zuliebe. Maike kommt bestimmt auch ohne dich zurecht. Aber Maike und ich... Warum kannst du nicht einfach hier bleiben? Warum können wir nicht wieder eine Familie sein? Weil deine Mutter und ich uns auf Dauer unglücklich machen würden. Wir sind nicht ohne Grund auseinandergegangen. Lilly, ich bin nicht der ideale Vater. Aber du bist mir wahnsinnig wichtig. Und egal, mit wem ich zusammen bin, du wirst immer meine Tochter sein. Ich weiß, du musst los. Eine Minute habe ich noch. Geh schon. Komm her. Ich habe von Krümel geträumt. Krümel kommt bestimmt zurück. Schlaf weiter, komm. Wusstest du, dass Papa wieder heiraten will? Nee, woher denn? Er will seine Sekretärin heiraten. Soll er doch. Ich finde, die passen gar nicht zusammen. So, kennst du sie denn? Ich habe sie mal in der Kanzlei gesehen. Und ich glaube, die ist nicht besonders helle. Vielleicht macht sie deinen Vater glücklich. Das ist es doch, worauf es ankommt. Glaubst du, Jan kann Mama glücklich machen? Das weiß ich nicht. Ich kenne ihn ja kaum. Glaubst du es denn? Ich weiß auch nicht. Na, guck mal her. Ich vermisse Jan. Dann ruf ihn an. Ich habe mich so daneben benommen. Wahrscheinlich will er gar nicht mehr mit mir reden. Dann solltest du das herausfinden. Haben wir nicht mal angebrochen. Willst du dich jetzt von ihm trennen? Natürlich nicht. Aber ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Du vermisst ihn, aber du willst ihn nicht anrufen. Du willst mit ihm dein Leben verbringen, aber wegen Lilly bist du bereit, auf ihn zu verzichten. Also ich krieg das irgendwie nicht zusammen. Ich auch nicht. Das ist ja das Problem. Okay. Gehen wir mal logisch vor. Du liebst ihn doch. Was für eine Frage, natürlich. Und du bist dir sicher, dass es der Richtige für dich ist? Absolut. Aber das mit Jan und Lilly, das klappt nicht. Da gibt's nur eine Möglichkeit. Lilly muss ins Heim. Nee, ich sehe das so. Es reicht, wenn die beiden respektvoll miteinander umgehen und das kann man lernen. Bist du dir da ganz sicher? Nicht von heute auf morgen, aber mit der Zeit schon. Vielleicht war das unser Fehler. Vielleicht wollten wir zu viel zu schnell.
Wenn es uns gelingt, neue Cafés als Kunden zu gewinnen und den Verkauf im Internet auszubauen. Naja, und wenn es keine Schädlinge, Missernten oder politische Unruhen gibt. Kommen Sie einfach zum Punkt. Es könnte klappen. Na, sehr gut. Also, Sie könnten jetzt ruhig ein bisschen mehr Begeisterung zeigen. Innerlich bin ich begeistert. Was soll denn das? Katharina, was ist denn in Sie gefahren? Entschuldigung, das war so ein Impuls. Wenn Sie jetzt kein Drama draus machen, dann wird's auch keins. Gut? Gut. Gut. Dann kümmern wir uns doch noch mal um die Zahlen. Gesehen, wie er seine Assistentin geküsst hat. Das gibt's nicht. Kaum wird's schwierig, sucht er sich die Nächste. Mir erzählt er, dass er mich liebt und mir immer treu sein will. Das glaub ich jetzt nicht. Das war's. Na, wenigstens weißt du jetzt, woran du bist. Verdammt! Lass es raus. Erst betrügen sie dich und dann schenken sie dir Blumen. Bei Stefan waren's immer rote Rosen. Hm. Sind es nicht immer rote Rosen? Kann ich dir helfen? Ich möchte einen Kasten. Dann komm mal mit. Herr Kastner, Besuch für Sie. Lilly, hallo. Was machst du denn hier? Willst du mal sehen, wie Kaffeebohnen aussehen, bevor sie geröstet werden? Ja, gerne. Dann komm mit. Und da wird er geröstet. Riech mal. Sag mal, willst du vielleicht was trinken? Nee, danke. Lilly, warum bist du eigentlich hier? Ich würde sagen, es tut mir leid, dass ich so blöd war in der Ostsee. Du hast ja die ganze Zeit versucht, nett zu sein, aber ich bin echt eine blöde Kuh. Ich wollte nicht, dass du nett bist. Entschuldigung angenommen. Außerdem wollte ich dich um Gefallen bitten. Kannst du den bitte Tim zurückgeben? Ich habe ihn mir für ein paar Tage ausgeliehen. Das musst du schon selber machen. Teddys sind Herzenssache. Zeige ich dir mal, wie man einen Elfmeter versenkt. Rechts unten. Träum schön weiter, Opa. Ah, rechts unten, was habe ich gesagt? Das war unfair, ich war abgelenkt. Podolski ist nichts gegen mich. Tim? Hier möchte dich jemand sprechen. Ich wollte jemanden bei mir haben. Auf dem Weg nach München. Bist du meinetwegen weggerannt? Tut mir leid, dass ich gesagt habe, dass du bei deiner Oma wohnen sollst. Das mit der Hölle war auch nicht ernst gemeint. Sag mal, könntest du dich um die beiden kümmern? Ich muss noch mal weg. Ja, na klar. Danke. Ja, dann spielen wir Fußball. Ja? Okay. Was ist denn mit dir los?
Anna? Kannst du mir mal verraten, was mit dir los ist? Habe ich dir irgendwas getan? Warum müssen es eigentlich immer die Assistentin sein? Und immer rote Rosen? Wovon redest du? Du hast mich betrogen. Hab ich nicht. Jetzt lügst du auch noch. Hanna, mach die Tür auf. Ich kann es dir erklären. Entschuldigung? Mögen Sie Blumen? Ja, gerne. Bitteschön. Anna! Jetzt hör mir doch mal zu! Da war nichts mit Katharina und mir! Ella, er war gerade hier. Natürlich mit roten Rosen. Keine Ahnung, wie viele. Ich habe sie nicht behalten. Ja, von wegen. Er hat sofort aufgegeben und ist einfach gegangen. Ella, woher soll ich wissen, wohin? Ich ruf dich nochmal an. Was machst du denn da? Ich muss mit dir reden. Ich glaube, es ist alles gesagt. Hören Sie ihm zu, der Mann liebt Sie. Vielen Dank, aber das schaffe ich schon.